So, wenn Sie gerne Krimis lesen, liebe Zuschauer, dann kennen Sie Bernhard Aichner. Ja, den Innsbrucker Erfolgsautor mit Totenfrau hat er 2014 für internationale Furore gesorgt. Die Trilogie um die Bestatterin Brünnhilde Blum steht jetzt vor ihrem Abschluss und wird nach Totenhaus mit Totenrausch Anfang des nächsten Jahres, wie gesagt, leider muss man dazu sagen, ihren Abschluss finden. 1972 geboren, verbringt Bernhard Aichner seine Kindheit in Osttirol. Als Schulabbrecher versucht er sich als Kellner und Fotolaborant. Nebenbei macht er die Matura für Berufstätige, studiert Germanistik und wird Fotograf. Gleichzeitig beginnt er zu schreiben. Nach einigen Romanen und Hörspielen packt ihn das Thriller-Fieber. 2010 erscheint sein erster Krimi, Die Schöne und der Tod. Mit diesem betritt Max Broll die Bildfläche. Ein Totengräber, der fortan Kriminalfälle in Serie löst. Nicht ohne Augenzwinkern wird das Thema Tod, Friedhof und Bestattung zum fixen Bestandteil von Bernhard Aichners Krimis. 2014 schafft er den großen Durchbruch mit Totenfrau. Der Thriller um die sympathische Bestatterin Brünnhilde Blum, die aus Rache zur Mörderin wird, begeistert die ganze Welt. Auch die Filmrechte sind längst vergeben. Während Bernhard Aichner an der Trilogie Totenfrau arbeitet, lässt er aber seinen anderen Helden nicht aus den Augen. Und so erlebt Max Broll in wenigen Wochen mit Interview mit einem Mörder seinen vierten Fall. Die Musik war schon ein bisschen unheimlich. Ja. Hast du gemerkt? Ja. Bernhard Aichner, herzlich willkommen. Wunderschönen Nachmittag, Karl. Wir stammen aus demselben Stadtteil in Innsbruck, gell? Genau, ich war lang in Pradl, wunderschöner Stadtteil, gelebt. Bin aber eigentlich ein Osttiroler, also komme vom Dorf. Das ist kein Nachteil. Nein, ich sehe. Ja. Wie lange schreibst du eigentlich schon? Ich schreibe schon seit ich 15, 16 bin. Damals sehr schlimme Texte eigentlich, aber mir hat es Spaß gemacht. Es war immer, das Schreiben war immer so ein Glücksspender. Ist es bis heute, macht mich sehr, sehr glücklich. Ich bin froh, dass ich jetzt davon leben darf. Ja. Schlimme Texte, ich kenne die ersten beiden Bände der Trilogie. Da geht's schon zur Sache. Ja, also fürchten Sie da deine drei Kinder hast du, gell? Drei Kinder habe ich und eine wundervolle Frau. Und die kennen mich natürlich sehr gut und haben keine Angst vor mir. Eine rein berufliche Sache, okay, haben keine Angst. Jetzt, du schreibst am dritten Teil, also an der Trilogie, Totenrausch, präsentierst dann zwischendurch den Max Broll Krimi. Den sag ich jetzt mal her. Den gibt's. In wenigen Tagen, gell? Ja, am 20. Juli erscheint er. Und der andere Held, dieser andere Serienheld, den ich erschaffen habe, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und bin sehr froh, dass dieses Buch jetzt zwischen diesen Blumenbüchern erscheinen darf. Bernhard Aichner, Interview mit einem Mörder. Wobei du mir verraten hast, dass es ein bisschen lustiger zugedacht. Absolut. Das war damals auch der Wunsch, als ich dieses Buch begonnen habe zu schreiben. Das war dem Heimann Verlag, bei dem ich begonnen habe in meiner literarischen Karriere, versprochen. Der Verleger ist ein lieber Freund von mir. Wir haben gesagt, dieses Buch machen wir noch, auch wenn ich jetzt zum großen deutschen Publikumsverlag gewechselt bin. Aber dieses Schreiben daran hat großen Spaß gemacht, weil diese zwei Helden, die da drinnen agieren, sehr schwarzhumorig sind und so ein bisschen politisch unkorrekt sind. Und ich habe sehr viel lachen müssen beim Schreiben. Ja, wie kann man einen Totengräber zum Ermittler machen? Ja, das war eben der Wunsch, oder generell in meinem Schreiben der Wunsch, dass ich Helden habe, die sich ein bisschen abheben, die ein bisschen von dem Klassischen weggehen. So ist meine Brünnhilde Blum Bestatterin und dieser Vorgängerheld ist eben Totengräber, Gemeindearbeit in einem kleinen Dorf. Und der stolpert eben von einem Schmarrn in den anderen und da bekommt Hilfe von seinem Freund, das Fußballer, Ex-Fußballer, so eine Mischung zwischen Polster, Bohaska und Krankl. Jesus. Das sind die einzigen drei Fußballer, die ich kenne. Nein, das stimmt nicht ganz. Du postest auf deiner Facebook-Seite, ich habe übrigens dich heute angefragt als Freund, ich hoffe, dass du mich bestätigst. Nein, da Island hast du sehr gelobt, ja, Island, ja. Dann zu den Deutschen hilfst du auch, ja. Das ist auch okay. Ja, finde ich auch. Ja, sitzen wir im selben Boot. Weil die Österreicher sagen, wie kann man zu den Deutschen Helden, am Gottes Willen? Nein, das finde ich schon nicht. Und ich habe sehr viele deutsche Freunde auch und einen deutschen Verlag irgendwie und ich finde, das ist eine tolle Mannschaft. Ja, absolut.
Absolut. Ne? Wir helfen auch zu Wales vielleicht. Fehler machen wir alle mal. Wie geht das arbeitstechnisch? Tust du parallel am Vormittag, sagst du, Brünnhilde ist dran, am Nachmittag ist der Max Broll dran? Oder machst du das nach Lust und Laune? Oder auch bist du unter Zeitdruck auch beim Schreiben, da sagst du, jetzt muss ich abgeben? Also es gibt natürlich Abgabetermine, aber wir haben früh begonnen mit dem Totenrausch. Das war immer in der Zeit und das war dann schon, es ist wichtig zu sagen, ich schreibe jetzt an diesem Buch, damit ich da drin bleiben kann mit den Figuren irgendwie da in dieser, ja, das ist schon wichtig. Das eine abschließen, das andere beginnen. Okay, also Mischko Lanzk machst du nicht? Nee, es ist schon, passiert manchmal, dass ich bin bereits jetzt schon am nächsten Buch, das nach Totenrausch erscheinen wird, im Kopf das zu planen, zu plotten, okay, mir diese Figuren auszugestalten, wo was, also das passiert natürlich parallel. Sagt die Brünnhilde hat dann ausgearbeitet. Die hat dann, also Totenrausch wird dann eben Finale sein und es wird ein Happy End geben, das sehr, sehr wichtig ist. Es gibt auch ein Interview mit einem Mörder Happy End, eine richtig schöne Liebesgeschichte, weil dieser Held, dieser Max Boll, viel erlitten hat und dem haben wir jetzt richtig, richtig eine schöne Frau an die Seite gestellt und er verliebt sich und die schmusen und das ist sehr cool. Du bist ja bekannt dafür, ich meine, das ist immer sehr allgemein, Flosseln, bist bekannt dafür, dass du sehr akribisch arbeitest, ja, sonst hättest du vermutlich auch nicht den dir zu gönnenden großen Erfolg. Stimmt es, dass du auch als Totengräber und als Bestatter? Ja, Bestattungsinstitut war ich länger. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, bei der Versorgung der Verstorbenen mithelfen zu dürfen. Mhm. Und das mit dem Totengräber sein, also ich habe jetzt 3 Gräber ausgehoben, einmal einfach zu schauen, was ist das für harte Arbeit. Und speziell im Winter, also ich habe es im Frühjahr machen dürfen, ist das ein zacher Job. Und den muss halt jemand machen. Schönes Wortspiel, den Totengräber ausgehoben. Ja. Schau, du was. Schau, du hörst unser Orchester, unser teures Heute-Leben-Orchester im Hintergrund schon spielen. Das heißt, ich möchte noch einmal dieses... Dafür ist es ein großartiges Buch, wenn ich das jetzt sage. Und die Leute... Ich finde es sehr, sehr lustig, sehr, sehr spannend. Es wird die Leser von der ersten bis zur letzten Seite packen. Bernhard Aichner, Interview mit einem Mörder, in wenigen Tagen erhältlich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Das ist immer toll, wenn Österreicher so super Sachen machen. Super. Echt cool. Heute konkret mit Claudia Reiter, jetzt liebe Zuschauer, im Anschluss. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, 17:30 Uhr in diesem Programm. Alles Liebe, machen Sie es gut und schön, dass Sie bei uns waren.